Ich bin Fabian Böhm, Handballprofi bei der TSV Hannover Burgdorf. Ich kam völlig unerwartet hierher. Von den Aufgaben wusste ich nichts. Es war trotzdem sehr, sehr spannend gewesen. Wir hatten einen kleinen Wurfwettkampf, Geschwindigkeitsmessungen. Ich glaube, Mikado haben wir noch gespielt, man musste kleine Türme bauen. Also ich hatte keine Zeit der Vorbereitung. Es war auch ein wirklich harter Wettkampf, aber die Kinder haben sich wirklich mit Bravour geschlagen. Aber wir grüßen erstmal dich ganz herzlich, Fabian. Freuen uns, dass du uns wieder mal besuchst. Ja, sehr gerne. Immer das wieder war gerne. Ja, eine glückliche Fügung. Absolut, absolut. Ich habe mir das ausgesucht. Also es gab die Möglichkeit, wieder hier hinzukommen. Ich war letztes Jahr schon mal hier gewesen, habe ein Handballtraining gemacht mit den Kindern. Und es hat einfach letztes Mal super viel Spaß gemacht und da gab es die Möglichkeit und ich wollte einfach gerne nochmal die Kinder wiedersehen und sie haben sich wirklich alle sehr, sehr gefreut und ich mich auch. Jack it up. Wir fangen gleich an mit Mikado. Was? Mikado ist wahrscheinlich schon wirklich ein schlechtes Spiel für mich. Also ich bin jetzt, ich glaube, so ein Chirurg wäre ich nicht unbedingt geworden. So ein ruhiges Händchen habe ich nicht. Von daher war das schon ein guter Treffer. Wenn es die Möglichkeit gibt, wieder für ein nächstes Handballtraining oder nochmal die Herausforderung, mich zu schlagen, dann würde ich natürlich gerne wieder zur TB stecken können, weil es einfach immer ein tolles Erlebnis ist, mit den Kindern zu spielen, weil sie ja, einfach super herzlich sind, super engagiert und positiv an alle Sachen rangehen und das macht einfach riesen Spaß.